zu diesem Pressegespräch begrüßen. Ihnen stehen heute zur Verfügung Frau Dr. Scheuermann, meine Leiterin des Gesundheitsamts, Herr Baron, der Leiter des Dezernats Öffentliche Ordnung und Gesundheit, und die Frau Wagner als Pressereferentin. Sie wissen, wir haben gestern Abend die 7-Tage-Inzidenz von 50 überschritten und damit nach den Maßgaben des Bundes die Eingriffsstufe für den Landkreis erreicht. Aktuell haben wir eine Inzidenz von 52,3. Beim Infektionsgeschehen im Landkreis zeichnen sich zwei Entwicklungen ab. Nach wie vor beobachten wir ein diffuses Infektionsgeschehen mit Häufungen im familiären Umfeld, vereinzelt auch in Schulen, Vereinen und Flüchtlingsunterkünften. Seit gestern ist klar, dass sich das Frachtzentrum, das DHL-Frachtzentrum in Köngen, zu einem Hotspot der Verbreitung des Virus entwickelt hat. Wir arbeiten mit Nachdruck und aller Sorgfalt an der Kontaktpersonennachverfolgung. Sorge bereitet uns, dass in dem Frachtzentrum Flüchtlinge arbeiten, die in Gemeinschaftsunterkünften der Umgebung wohnen. Deswegen werden wir ein besonderes Augenmerk auf diesen Hotspot legen. Heute Vormittag waren unsere Mitarbeiter des Gewerbeaufsichtsamtes und des Gesundheitsamtes vor Ort und haben begutachtet, ob und wie der Betrieb dort unter den gegebenen Umständen fortgeführt werden kann. Die Fallzahlen, meine Damen und Herren, sind ständig im Fluss. Es kann keine Gewähr auf Vollständigkeit geben. Während wir hier beieinander sind, können sich die Dinge schon wieder anders entwickeln. Derzeit sind keine Ausbrüche in Pflegeheimen bekannt. Seit Beginn der zweiten Welle sind im Kreisgebiet Infektionsfälle in mindestens 26 Schulen und 5 Kindertageseinrichtungen aufgetreten. In Werkstätten und Jugendhilfeeinrichtungen sind 3 Einrichtungen betroffen. Bei den Unterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge sind 9 Einrichtungen betroffen. In 2 davon gab es 14 bzw. 15 Infizierte. Bei diesen handelt es sich um Unterkünfte ohne räumliche Einteilung in kleinere Wohngemeinschaften. In beiden Fällen werden Sicherheitsdienste zur Überwachung der Einhaltung der Quarantäne eingesetzt. Ich habe gestern und heute Vormittag ein Telefonat mit dem Herrn Gesundheitsminister Lucha gehabt und wir haben uns dabei in enger Abstimmung auf folgendes Maßnahmebündel verständigt. Zunächst Allgemeinverfügungen zur Beschränkung privater Feiern. Von Freitag, 9. Oktober 0 Uhr an, gilt eine Allgemeinverfügung des Landkreises, nach der private Feiern weiter eingeschränkt werden. Bei Feiern in öffentlichen und angemieteten Räumen dürfen nicht mehr als 25 Besucher, bei Feiern in privaten Räumen dürfen nicht mehr als 10 Besucher teilnehmen. Diese Maßnahme zielt direkt auf den derzeit häufigsten Verbreitungsweg des Virus ab, auf die Zusammenkunft im familiären Umfeld. Der Weg der Verbreitung kann anhand des Kontaktpersonenmanagements im Gesundheitsamt sehr genau nachvollzogen werden. In vielen Fällen haben Reiserückkehrer aus Risikogebieten das Virus in die Familien getragen und es dort weiter verbreitet. Aus der Familie heraus wird nun das Virus in Kindergärten, Schulen und Arbeitsstätten eingetragen. Diese Allgemeinverfügung zur Beschränkung privater Feiern ist eine Allgemeinverfügung, die in der Zuständigkeit des Landkreises ergeht. Das ist in dieser Stufe so vorgesehen, dass nicht mehr die Ortspolizeibehörden, die Gemeinden die Allgemeinverfügung erlassen, sondern der Landkreis. Der Landkreis wird auch eine Allgemeinverfügung zum Tragen von Masken auf öffentlichen Plätzen durchführen. Von Freitag, 9. Oktober, 0 Uhr ist es verboten im öffentlichen Raum oder besteht im öffentlichen Raum eine Pflicht, eine geeignete Alltagsmaske zu tragen. Dies gilt dort,
wo der Mindestabstand nicht immer eingehalten werden kann, zum Beispiel in Fußgängerzonen, Wochenmärkten oder ähnlichen Ansammlungen. Wir sind mit den Ortspolizeibehörden in den jeweiligen Kommunen in Kontakt. Sie müssen mit verstärkten Kontrollen in der nächsten Zeit an dieser Stelle arbeiten. Die Bitte dazu ist ergangen. Konsequenzen aus dem Vororttermin im Frachtzentrum in Köncken, das werden Sie wahrscheinlich fragen. Deshalb, wir sind derzeit dabei, die Situation zu analysieren. Bei der Besichtigung von Mitarbeitern des Gewerbeaufsichtsamts und des Gesundheitsamts sind Erkenntnisse gewonnen worden. Die werden wir auswerten und wir werden dann Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ergreifen. Diese können bis zur Schließung des Betriebs reichen. Bei all diesen Maßnahmen, bei diesem Maßnahmenpaket geht es mir darum, dass wir sie zielgerichtet durchführen, dass wir sie durchführen im Sinne des Verhältnismäßigkeitsprinzips. Das heißt, sie müssen geeignet sein, sie müssen erforderlich sein und sie müssen unter dem Strich auch verhältnismäßig sein, um die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern und entsprechend den Absprachen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten vom 29. September sind diese Regelungen, dieses Maßnahmenbündel getroffen worden. Über das Maßnahmenbündel hinaus gibt es einige weitere Empfehlungen. Ich appelliere an alle Verantwortlichen im Landkreis zu überdenken, welche Veranstaltungen derzeit zwingend abgehalten werden müssen. Wir haben in der Kreisverwaltung inzwischen mehrere Veranstaltungen überprüft und die meisten davon abgesagt, darunter auch die diesjährige Einbürgerungsfeier, die am 16. Oktober vorgesehen war. Meine Damen und Herren, da gilt die Maxime, nicht alles, was man tun darf, muss man auch tun. Wir sollten jetzt die allergrößte Vorsicht walten lassen und die Verantwortung, die fordere ich hiermit von allen ein, die Veranstaltungen derzeit ausrichten. Ob diese Veranstaltungen sein müssen, das müssen Sie selber entscheiden. Das ist auch die Verantwortung, die jeder einzelne Veranstalter trägt. Ein zweites, wir empfehlen den Sportverbänden, vor allem Veranstaltungen in der Halle bis auf Weiteres ohne Publikum stattfinden zu lassen. Die sind grundsätzlich zulässig, aber da gilt genau das, was ich gerade gesagt habe. Nicht alles, was man darf, sollte man in dieser Zeit auch tun. Ich habe drittens die Oberbürgermeister und Bürgermeister im Landkreis angeschrieben, mit der Bitte, ein Schreiben von mir weiterzuleiten. Dieses Schreiben richtet sich insbesondere an Religionsgemeinschaften, landsmannschaftliche Organisationen. Darin machen wir noch einmal eindringlich auf die Gefahr der Verbreitung des Virus aufmerksam und appellieren an die Menschen, an die Verantwortung der Menschen. Damit sind die Moscheeverantwortlichen gemeint, das sind auch die Vereinsvorsitzende von Vereinen ausländischer Mitbürger gemeint, da sind auch die Imame gemeint. Und in diesem Sinne bitte ich auch da auf die Mitglieder einzuwirken und diese zu sensibilisieren. Ich möchte an der Stelle auch das, was ich schon seit Wochen sage, nochmals eingehend deutlich machen. Das ist die Einhaltung der Abstandsregeln, der Regeln, der Hygieneregeln und des Tragens von Alltagsmasken. Ich möchte noch ein paar Bemerkungen machen zur Situation in unseren Kliniken. In den kreiseigenen Mediuskliniken sind in den vergangenen Tagen wieder mehr Menschen stationär aufgenommen worden, die einen schwereren Krankheitsverlauf durchmachen. In Kirchheim unter Teck sind derzeit 3 Patienten auf der Isolationsstation, in Nürtingen 5 und 2 davon auf der Intensivstation. Die auf der Intensivstation müssen beatmet werden. In Ruid wird ein Patient auf der Intensivstation versorgt. Zur Situation in unseren Abstrichzentren. Wir verzeichnen wieder mehr Menschen, die sich
in unseren Drive-In-Corona-Abstrichzentren in Nürtingen testen lassen. Wir werden deshalb in den nächsten Tagen unser zweites Abstrichzentrum wieder eröffnen, das wir auf der Messe hatten in der Hochphase der Pandemie. Das wird wieder hochgefahren. Zur Personalsituation im Gesundheitsamt. Die Mitarbeiter im Gesundheitsamt sind mit den steigenden Fallzahlen stark ausgelastet, denn jeder Infizierte muss mit einer Vielzahl an Kontakten bearbeitet werden. Wir haben die Erkenntnis, dass 2/3 der Infizierten zwischen 20 und 40 Jahre alt sind und dementsprechend, und das ist der Unterschied zum Beginn der Pandemie, viel mehr Kontakte in der Nachverfolgung haben. Wir haben mittlerweile zu den etwa 10 Mitarbeitern, die im Gesundheitsamt originär arbeiten, zusätzlich rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus anderen Bereichen des gesamten Landratsamts zur Unterstützung im Einsatz zusammengezogen. Das wird aber nicht reichen, weshalb auf mehreren Kanälen weiteres Personal gewonnen werden soll. Ich habe den steigenden Personalbedarf in meinem Gespräch mit dem Sozialminister ebenfalls erörtert. Der Vorschlag des Ministers, nochmals die Bundeswehr um Unterstützung zu bitten, haben wir aufgegriffen. Das ist aber nur dann sinnvoll, wenn der Einsatz der Kräfte längerfristig garantiert werden kann und die Soldaten zur Kontaktpersonennachverfolgung eingesetzt werden können. Dazu müssen die Kräfte eingelernt werden und auch länger vor Ort sein. Und diesen Amtshilfeantrag, den haben wir zwischenzeitlich gestellt. Meine Damen und Herren, mit der gezielten Einschränkung privater Feiern soll die weitere Verbreitung des Virus verhindert werden. Ich setze auf die Vernunft und die Eigenverantwortlichkeit jedes Einzelnen im Landkreis. Darum bitte ich auch eindringlich, der Virus verbreitet sich durch Nähe und Kontakte. Also müssen jetzt Nähe und Kontakte minimiert werden. Wir haben die Maßnahmen mit der gebotenen Verhältnismäßigkeit gewählt und ich hoffe sehr, dass wir nicht noch weitere, dann noch weiter einschneidendere Einschränkungen veranlassen müssen. Ich glaube, dass wir unserem Kurs treu bleiben sollten, auch wegen der Akzeptanz, dort anzusetzen, wo wir das Infektionsgeschehen vermuten und dort anzusetzen, wo wir es wirksam bekämpfen können. Und in diesem Sinne sind auch die Maßnahmen gewählt worden. Wir stehen Ihnen allen jetzt auch für weitere gehende Fragen zur Verfügung. Wie gesagt, die Frau Dr. Scheuermann, der Herr Baron, beide sind diejenigen, die derzeit im besonderen Fokus der Arbeit unseres Hauses stehen. Vielen Dank.